Nein, aber wir hatten genau, das hat irgendeine gute Seele, ich glaube, The Real Panse war es, uns darauf hingewiesen, dass in der letzten Rechnung übermäßig hoher Stromverbrauch, es könnte sein, dass eine Wasser. Kontrolle kommt und so. Da hat er einen Screenshot auf Discord Ja, gestellt. der Rechnung. Und da bin ich ja auch gespannt, was da so eine Kontrolle bringen wird. War Strom, sagt The Real Panse. Ja. Okay, danke. Energierechnung. Ja. Okay. Da stimmt was nicht. Sprich mit Lotte Altmann. Ja, mein Gott, unsere Aufträge sind jetzt. Wir können mal in die Pflanze gucken. Wir haben lange nicht in die Pflanze geguckt. Ist uns neulich mal aufgefallen. Gucken wir doch mal in die Pflanze. Die Pflanze ist leer. Okay. Müssen wir sonst noch was machen? Nö, ne? Hier ist alles erledigt. Dann bewegen wir uns doch schon mal wieder ins Büro, würde ich sagen. Die Wilpanse fragt gerade im Chat, ob da jemand unterm Dach baut. Was? Die Frage habe ich auch nicht. Die Wilpanse, ich brauche mehr Informationen. Was? Ach Gott, hier haben wir ja überall noch Kameras. Hier unterm Dach? Okay, ihr wisst alle, worüber geredet wird. Kräutergarten Ach mit starken so. UV-Lampen Indoor an. Ah, wegen Strom. Wegen Strom. Ah. Anbauen in Bezug auf Sportzigaretten. Na, vielleicht hat auch der Manager von dieser Band ist eigentlich ein Spion und macht irgendwie krasse Sachen. Ja, oder Wolf Henker Keine Ahnung, hat wofür der steht. 12 Gitarrenverstärker oder weiß der Geier was. Ja. So, ja, stehen bleiben. Frank Schwarz, Ministeriumsmitarbeiter, genervt. Ja, Taschenkontrolle. Okay. Taschenkontrolle, Taschenkontrolle. Genau, hier. Da sprechen wir doch jetzt mal mit dem Pförtner. Guten Tag, Herr Schwarz. Ich glaube, also ich brauche Ausrüstung. Probieren wir mal hier die beiden. Sie hier? Was machen Sie denn hier? Warum stehen Sie nicht mehr am Eingang? Wegen dieser verdammten Antiterrorpolizei. Völliger Schwachsinn, wenn Sie mich fragen. Wenn wir bereits Aufständische im Ministerium hätten, wäre eh schon alles zu spät. Meinen Sie nicht auch? Ja, hier gibt es nur staatstreue Menschen, garantiert. Unglaublich, dass die sogar uns Ministeriumsmitarbeiter durchsuchen. In der Tat. Gibt es denn überhaupt kein Vertrauen mehr? Sagen Sie mal, Sie nehmen doch nicht nur Sendungen fürs Ministerium an, Sie verschicken sie auch, oder? Wer glauben Sie wohl, hat Ihnen Ihr Metro-Ticket zugestellt? Ich bin Experte für geheime Zimmerpflanzenkurierdienste. Werden Sendungen auch durchsucht? Natürlich nicht. Als Mitarbeiter der Abteilung 4 genießen Sie das Recht, geheime Sendungen zu verschicken und zu empfangen. Legen Sie es einfach hier rein, direkt in den Postausgang. Ich kümmere mich darum. Cool. Was ist mit Sendungen von draußen? Was mache ich, wenn ich etwas von draußen ins Ministerium schicken will? Lege ich die Sendung dann einfach in die Zimmerpflanze in meinem Büro und Sie holen sie ab? Entschuldigen Sie mal, Herr Schwarz. Wie lange arbeiten Sie jetzt schon hier? Natürlich nicht. Ihre Zimmerpflanze fungiert als Posteingang. Sie kann also ausschließlich Sendungen empfangen. Sendungen von draußen ins Ministerium zu schicken, geht deshalb nur über den Postausgang. Als Mitarbeiter der Abteilung 4 haben Sie das Recht auf einen persönlichen geheimen Postausgang in Ihrem Außenbüro. Falls Sie noch keinen haben, werde ich veranlassen, dass man dort umgehend einen Postausgang installiert. Was immer Sie dort hineinlegen, wird zeitnah ans Ministerium zu Ihren Händen versandt. Hier im Ministerium können Sie anschließend die Sendung aus dem allgemeinen Posteingang in Empfang nehmen. Klingt kompliziert.
Im Gegenteil, Herr Schwarz. Es ist ganz einfach. Danke, Herr Krause. Okay. Yay. Das können wir also tun. Wollen wir jetzt direkt Sachen... Willst du es ausprobieren? Was meinst du? Also, dass wir uns was schicken, meinst du? Ja, na, ich dachte, das wäre gerade der Punkt gewesen, auf den du hinaus möchtest. Ach so, nee, ob wir jetzt, wenn wir schon mal beim Pförtner sind, dass wir uns Ausrüstung kaufen. Weil tatsächlich, so. wenn mich nicht alles täuscht, haben wir auch schon beim letzten Mal habe ich aus Paranoiditätsgründen einen von den guten Dietrichen in meinem Schreibtisch zurückgelassen. Dann kaufen, was wir brauchen. Okay, was? Okay. Ich brauche Ausrüstung. Wir können... Oh, elektronischer Dietrich. Niemand darf sich dem Willen des Ministeriums widersetzen. Auch kein Schloss. 250. Cool. Ja, aber das Geld haben wir gerade. Also wir haben es wirklich. Ja. Ein oder zwei, ne? Ich tendiere sogar... Also zwei. Ich tendiere sogar zu dreien, weil ich irgendwie überlegt habe, da ist ja noch diese Tür da oben, zu der wir nicht reinkommen. Und vielleicht würde der uns helfen. Drei. Okay. Dann haben wir drei gekauft. Und dann sprechen wir jetzt als nächstes mal mit Lotte Altmann. Beziehungsweise ja, ich würde wahrscheinlich erst einmal hier in unserem neuen Büro stoppen und an den Schreibtisch gehen. Ja, hier ist der gehärtete Dietrich. Und da die Dietriche erstmal reinpacken. Und dann gehen wir mal hoch und sprechen mit Frau Altmann. Ah, Steffen, alte Sau. Frau Altmann ist noch nicht da. Oder wie? Ach doch. Sagen Sie bloß nicht, dass Sie etwas von mir möchten, Schwarz. Augenblickliches Büro. Begrüßung. Ja. Ja. Fangen wir an mit, wie geht es Ihnen? Oder direkt zur Sache? Klar. Ja. Ah, wie geht es Ihnen? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ganz schön nass heute das Wetter, oder? Was wollen Sie? Gehen Sie weg, wenn Sie nicht explizit über eine Aufgabe im Ministerium reden möchten. Aber, Hören Sie auf, herumzustottern und kommen entweder zum Punkt oder lassen mich in Ruhe. Darf sie etwas zum großen Anführer fragen? Frau Altmann, ich habe da eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Ja. Sie haben 5 Minuten. Warum sieht man den großen Anführer eigentlich nicht mehr in persönlichen Auftritten? Das Volk liebt ihn doch so sehr. Solche Fragen stehen nicht in Ihrer Stellenbeschreibung, Schwarz. Weder in der offiziellen noch in der inoffiziellen. Ich würde ihn einfach gerne mal sehen. Er bedeutet mir so viel. Mein Zugang zum großen Anführer ist... Der ist leider eingeschränkter... als er es mal war. Deshalb müssen Sie solche Wünsche heutzutage an Huberts richten. Steffen Huberts? Natürlich Steffen Huberts. Kennen Sie einen anderen? Aber Sie stellen gefährliche Fragen, Schwarz. Überlegen Sie sich genau, wem Sie sie stellen. Okay. Das ist mal spannend. Wir hatten schon so lange so ein komisches Gefühl bei Steffen Huberts. Ja. Also das ist halt... Der kontrolliert den Zugang.
Und damit auch den Zugang zur Macht und den Zugang zu Entscheidungen. Und vom Prinzip kann Steffen Huberts erzählen, was er will und sagen, der große Anführer hat es gesagt, ich war nicht meine Idee. Und niemand kann da irgendwas dran machen gerade. Ja, guck mal, da stimmt was nicht. Durchsuche hochrangige Büros, da sind wir schon. Ist ja gut, dass wir die Sachen gekauft haben. Ja. Wolfs Überzeugungen scheinen sich zu bewahrheiten. Alle verhalten sich merkwürdig. Mit dem großen Anführer scheint wirklich etwas nicht zu stimmen. Und jetzt steht auch noch seine große nationale Ansprache an. Der perfekte Moment, die Büros der hohen Tiere zu durchsuchen. Ich brauche etwas Konkretes. Durchsuche hochrangige Büros. Ja. Also warten bis in die Nacht. Ja, und da sehen wir ja schon ein Ausrufungszeichen durch die Gegend fliegen. Ja, dann bleiben wir... Achso, falsche Tür. Dann bleiben wir wohl erstmal hier. Und ich hol mir meine Dietriche wieder. Gib mal her. Düdel, düdel, dü. Elektronischer Dietrich. Tja, was machen wir in der Zwischenzeit? Schlafen. Können wir hier... Achso, wir können ja einfach hier auf Vorspulen drücken, ne? Mhm. Das würde ich jetzt tatsächlich mal machen, weil ich wüsste jetzt wirklich nicht, was wir noch... was wir hier oben noch anstellen sollen. Dann bleiben wir nämlich einfach hier... Kommt direkt hier. Wir können hier die Zeit überbrücken mit einem André streckt sich und einem Wassermarsch. Oh ja. Können wir nochmal Akten abfragen? Fragt Horsti. Ja, wir können... Da rumpelt es schon wieder. Meine Fresse. Wir können nochmal hier an den Computer gehen, aber ich glaube... Hier. Krass. Das Plakat, ja. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Bitte wählen Sie die gewünschte Aktion. Nix. Ja, stimmt. Wir können ein bisschen... Ich will nicht nach unten. Ich will nach oben. Düdel, düdel, dü. Achso, jetzt ist Mittagspause. Na, ihr seltsamen Typis. Ja, ein Wassermarsch. Dankeschön, Humperlucky. Prost. Ja, und ein André streckt sich. Oh, das war jetzt nötig. Meine Fresse. Oh. Hallo YouTube. Ja, aber außer abwarten, bis es Nacht wird, fällt mir halt irgendwie auch gerade nichts ein. Nee. Wenn ich überlege, wie viele Aufgaben wir so sonst hatten, ist das jetzt irgendwie irritierend wenig. Das ist auch irgendwie ganz schön. Und die gehen ja auch immer erst zu spät. Ja. Okay. Achso, da ist Steffen Huberts. Der war zwischendrin mal woanders. Es fällt doch überhaupt nicht auf, dass wir irgendwie schon den kompletten Tag irgendwie bei denen vor der Tür stehen. Ja. Düdelü. Ich stehe hier nur. Die haben augenscheinlich kein Privatleben. Ja. Horst Zwischenspeichern. Regt an, zwischenzuspeichern. Spiel gespeichert. Danke. Ja. Da gehen sie. Mhm. Und ich würde auch warten wollen, bis der Wachmann seine Runde macht. Mhm. Oder geht er jetzt da gar nicht mehr weg? So, jetzt geht er. Sehr gut. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt fahr doch mal. So, So. Da ist nur ein Fragezeichen. Das heißt, die Tür können wir gar nicht öffnen. Hallo?
So. Und jetzt fangen wir hinten an, oder? Ja. Okay. Okay. Foto eines leblosen großen Anführers. Oha. Ein Tropf hängt an seinem Arm und Schläuche im Mund. Oh Mann. Okay. Nix. Da unten. Lotte Altmann. Alte Uniform. Alte Uniform. Majorsuniform. Was haben wir hier noch? Nix. Und... ja, doch, hier. Da ist noch ein Aschenbecher. Nix. Im Sofa ist nix. Und im Aschenbecher... ist nix. Wo ist denn der Wachmann gerade? Genau. Einmal Pause machen. Und einmal... ich sehe nicht, aber ich glaube, er läuft. Ja, es ist noch... nee, da unten ist der Vollstrecker. Wir haben noch genug Zeit. Es ist erst 2 Uhr. Na dann. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich auch. Und elektronischer... meine Fresse. So, was haben wir hier? Nix. Managementbuch. Okay. Plastiktütchen. Ausländischer Zeitungsartikel. Okay. Was stand denn bei den Plastiktütchen dabei? Irgendwas mit verdächtiger Substanz. Kann das sein? Weiß nicht. Ich kann noch mal gucken. Horst, ihr sagt auch Kokain. Ja, so. Durchsuche hochrangige Büros. Hä? Habe ich doch jetzt aber gemacht. Hätten wir das Kokain mitnehmen sollen oder was auch immer da die Substanz in dem Tütchen ist? Das Foto mitnehmen. Guck mal. Das Foto mitnehmen. Ja, natürlich. Jetzt ist der Wachmann wieder da. Gut, dass wir noch einen haben und dass wir noch 39 Stunden haben für diese Aufgabe. Wie bekloppt. Natürlich. Das Foto hätten wir mitnehmen müssen.